Man kann ja hier überall nicht mal durch. Aber hier waren wir noch nicht. Hier sehen wir uns mal schnell um. Ah, da ist so ein Portal Dingenskirchens, aber toll, da kommen wir aber nicht ran. Geil. Epic. Geile Sache. Ich bin noch verwirrter als vorher. Hier vielleicht. Nein, das war nur das Fenster. Dass wir den G-Man abhauen gesehen haben. Von hier gekommen. Ah ja, hier unten war ich noch gar nicht. Aber hier ist auch gar nichts. Schön. Schön. Und nun. Also, hier kann man nicht durch. Hier kann man durch, aber hier ist nichts. Hier kann man nicht durch. Hier kann man auch nicht durch. Also ist das hier der einzige Weg. Hier geht's runter. Au. Verdammt. Geil. Geile Sache. Ich komme schön weiter. Speichern. Nicht, dass ich wieder zerquetscht werde. Kann ich mich vielleicht hier. Nee, das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Wow. Achtung, das Ding könnte. Verdammt, ich bin zu früh. Ich wollte eigentlich nicht rein. Ist hier vielleicht irgendwo ein grünes Portal hier oder so? Nee. Ah, hier, Portal 2? Portal 3. Ach so, das sind drei verschiedene. Ach so, verstehe. Ach, jetzt ergibt das Ganze Sinn. Okay. Gut, Leute, freut euch. Ich bin weitergekommen. Wenn ich jetzt endlich springen könnte, da kommt man mal weiter und dann ist sowas, Mann. Das ist echt erbärmlich. So. Ah, jetzt bin ich hier. Gott, wie viele Portale hat's denn hier? Uah! Schön. Das war ein schöner Fall. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, dann gehen wir mal ins Dritte hinein. Ja, Amo, genau sowas. Sowas mag ich. Okay, das war nur für die Amo. Okay, eins der. Verdammt. Beinahe hätte ich es noch gekriegt. Eines der Portale wird uns wohl irgendwie rausführen. Ich weiß nur nicht welches. Okay, 2 und 1. 3. Es muss fast das hier sein. Shit, ich hätte da reinjumpen müssen ins Grüne. Shit. Und ich habe wieder Leben verloren, weil ich irgendwie irgendwo durchgefallen bin. Gut, 1 und 3 können wir schon mal. Au. Großer Bruch diagnostiziert. Nein, das war das Falsche. Das ist echt verwirrend. Das ist echt super verwirrend. Ah. Ah, nee, warte mal. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Woher kann das nur kommen? Okay, welcher ist es? Der echte Ort? Ja. Ducken, ja, das wäre auch intelligent gewesen. Jetzt gehen wir mal in 4 rein. Das war super. Großer Bruch Hallo diagnostiziert. da. Hallo Dana. Was Sie geht denn? Was ist hier Energie unten? jetzt auf 65 Oh, es Prozent. wäre so einfach gewesen. Also ja, klar, wir hätten das nicht geschafft, aber ich meine, wir sind doch so nah dran, Ich Mann. spüre da was. Oh, ich will nicht wissen, was das ist. Schon gut. Sie werden Also, nicht ich lange muss warten, mal also das wissen, was Sie Sie da da tun. tun. So, ihr kommt jetzt mit. Und seid mein Schutzschild. Habt ihr gehört? Energie jetzt auf 80 Prozent. Die wollen ja gar Energie nicht jetzt mitkommen. auf 95 Prozent.
Was hat das jetzt gebracht? Was? Au. Laden. Für sowas speichere ich immer. So, warten wir mal kurz, bis dort eins ist. Gut. Gut, wir waren in 6, wir waren... Ja, in 4 waren wir auch. Doch, warte mal, da geht's einfach weiter rauf. Nein. Au. Fuck. Au. Verdammt. Jetzt habe ich... Haha, das bin ich. So. Okay, jetzt müssen wir einfach nur an den Vorsprung dort. Oder wir gehen einfach hier durch. Nee. Verdammt, das war blöd. Verdammt! Nicht reinlaufen, danke. Okay. Nee, 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 5 war falsch, stimmt. Das habe ich alles vorausgesagt. Wissen Sie einfach alles. Ah, aha, ja, ja, klar, du bist ein Hellseher. Nee, obwohl, wieso lade ich nicht einfach? Ist einfacher. Nee, wir müssen zu 4. Wir müssen zu 4. Das bringt uns nämlich noch weiter nach oben. Und noch weiter nach oben. Dort ist ein Ort da, wo wir hinwollen. Ja. So. Wo ist denn hier? Und so. Perfekt. Und jetzt? Oh, toll. Es geht ja noch weiter mit diesem tollen, paar tollen Netz. Gut, fangen wir gleich mal mit der 7 an. Ja, okay, die 9 ist kaputt. Ist defekt. Oh, schätze mal, 7 war richtig. Verdammt, jetzt können wir nicht mehr zurück. Soll ich laden und nachschauen, wo... Wisst ihr was, wir laden jetzt einfach mal. Ich will nämlich schauen, was bei 8 ist. Sorry, Leute, die neue Gier muss sein. Das will ich jetzt wissen. Okay, 9 sicher nicht. Bei der 7 ist ja eben der Ort, wo wir weiterkommen können. Und jetzt zur 8. Okay. Ah! Ja, lohnt sich nicht wirklich. Lohnt sich wohl oder übel nicht wirklich. Für ein bisschen Ammo und ein bisschen Anzug habe ich keine Lust, das hier alles nochmal von vorne zu machen. Deswegen springen wir in 7 rein. Und haben diesen Kack endlich hinter uns gebracht. So. Oh, das ist lustig. Ich mag Jump'n'Run-Phasen. Die sind so toll. Okay, 1. Ui. Ah, jetzt hat sich bei 1 hier was geöffnet. Hier sehe ich aber nur 2, ja. Ach so, das sind 2 Abdeckungen, ja, okay. Wo ist denn die 2? Da hinten ist sie. Und geschafft. Wow. Nein! Und... Ah, jetzt kommen wir hier rein. Ja, ich hab geschweigt. Es sah nicht danach aus. Ah, jetzt bin ich hier? Okay. Oh, was soll denn das? Die Falle hier ist ganz schön unfair. Wisst ihr das eigentlich? Die ist echt unfair. Ja, Leute, ich habe meinen schönen Revolver für diese Headcrab-Viecher benutzt. Wisst ihr was? Das haben sie echt verdient. Wehe, ihr schießt auf mich, dann seid ihr so gut wie tot. F-
Fakt nochmal, öffnet die Tür. Ja, Anzug, Anzug, Anzug. Wir vermuten, dass es da drüben ein riesiges Portal gibt, das durch die intensive Konzentration eines einzelnen mächtigen Wesens entstand. Sie werden es sofort erkennen, wenn Sie es sehen. Ich sage, das ist es ungar, Freeman, aber Sie müssen es unbedingt vernichten. Ja, lass mich mal die Drecksarbeit machen, klar. Sie haben es doch schon so weit geschafft. Sie wissen genauso viel über diese Kreaturen wie wir oder sonst jemand. Wichtig ist doch nur, dass es nicht mehr viel geben wird, was wir Heimat nennen können, wenn wir bei denen weg sind. Mein Kollege erwartet Sie an der Hauptsteuerung des Portals. Er wird die Tore für Sie öffnen, Mr. Freeman. Bitte beeilen Sie sich. Ich werde Deckung geben, während das Portal warm wird. Jetzt kann ich mich um diese Riesen-Aliens kümmern. Dankeschön, ihr seid so tolle Freunde. Wisst ihr das eigentlich? Ich hab euch so gern. Das hier, Mr. Freeman, ist ein Modul für weite Sprünge. Es wurde exklusiv für die Benutzung in der Welt da drüben entwickelt. Hui! Wenn Sie erst einmal Fan sind, dann werden Sie dieses Training bitter nötig haben. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie diese Fortbewegungsart auf jeden Fall üben, bevor Sie hinübergehen. Ja. Kannst du bitte öffnen? Kannst du öffnen? Kann irgendjemand von euch das öffnen? Wenn ich hier schon die Welt retten muss, dann helft mir gefälligst. Ich soll üben. Ja, toll. Wo soll ich denn üben? Ach, geht doch. Danke. Speichern. Und ist... riesiger Ort. Ja, was denn laufen die jetzt hier? Hallo Freeman, ich bin hier oben. Trainieren Sie weiter. Boah, nee, wirklich, bist du da oben? Oh mein Gott. Aber beeilen Sie sich bitte. Ja, schon gut. Muss ich hier durch? Wo muss ich mich bereit machen? Wo muss ich überhaupt hin? Du da oben. Hallo, ich rede mit dir. Ach, dann hab nicht. Ah, da unten. Au. Hier unten muss ich wohl irgendwas machen. Au, jetzt ist das Ding natürlich unter Strom. Toll, natürlich darfst du nicht gestört werden. Was sagt uns das wohl? Ausgerechnet jetzt kommen die Aliens. Was für ein Zufall. Ach, jetzt kommt her, ihr Bitches. Ich mach euch alle kalt. Euch alle. What the fuck is this thing? Die, Monster. Na, ihr Alienviecher, ich mach euch alle kalt. Ich bin ja nicht umsonst Gordon, der Alien Hunter. Und ich bin tot. Yay! Juhu! Mach nächstes Mal ein bisschen schneller. Ja, die Viecher nerven. So ein kleines bisschen. So, jetzt kriegt ihr schön einen Revolver ins Gesicht. Das schmeckt bestimmt. So, hast du das dann bald? So. Was? Ist okay? Schneiden, nachladen. Die Viecher sind potthässlich. Au. Lass das. Nein, Mann, so knapp. So knapp.
denkst du, muss ich hier durchmachen, mein Freund? Ich muss dich hier schließlich beschützen, das ist auch nicht gerade toll. So. Verschwinde! Ich verpiss mich da mal. Tschüss! Au! Jetzt sind alle auf einmal auf mich los. Danke. Mann, ich will treffen. Die Viecher sind verdammt flink. What?